Guten Morgen, Danny. Alles Gute zum 10. Danke, aber ich habe doch gar nicht Geburtstag. Erst recht nicht den 10. Hey, Danny. 500. Gratulation. Oh, was? Ich habe gar nicht Geburtstag. 500? Christian, kannst du mir erklären, was hier los ist? Na, 10 Jahre Campus TV und die 500. Sendung. Ach so, das müssen wir feiern. Hol alle ran. Ja. Heute ist Geburtstag. Heute ist Geburtstag. Heute ist Geburtstag. Heute ist Geburtstag. Mann, ey. 500 Ausgaben und 10 Jahre und wir feiern das hier gerade mal so mit mickrigen Torten. Eigentlich müssten wir viel mehr machen, oder? Stimmt, wir müssten uns mal die erste Ausgabe von Campus TV angucken. Wer war das? Und vor allem, was ist das? Sieht aus wie eine Karte. Ja. Hallo Campus TV. Ihr fragt euch vermutlich zum Jubiläum der 500. Ausgabe, wo die erste Ausgabe versteckt ist. Sie ist versteckt? Ja. Ihr müsst euch auf eine Reise begeben. Findet den Schatz, um sie zu sehen. Dann ist das eine Schatzkarte. Na dann, machen wir uns den Weg. Hier müsste es jetzt eigentlich sein. Flughafen. Oh Gott. Scheiße. Der wurde hier erst vor ein paar Jahren hingesetzt. Stimmt. Was machen wir denn jetzt? Verdammt. Ich meine, hier kommen wir ja nicht weiter. Schwierig, schwierig. Mein Handy klingelt. Halt mal. Ja. Ja. Ihr seid in eurer Reise schon weit vorangetreten, doch eigentlich steht ihr noch am Anfang. Damals, 2006, haben wir das erste Tape in eine Baugrube geworfen. Die wurde jedoch aufgeschüttet. Aber es gibt noch eine Kopie. Bedenkt, Norden ist Süden und Süden ist Norden. Du musst sie umdrehen. Okay. Das macht Sinn. Ja. Na dann, los. Auf geht's. Also hier so in vier Strichen müsste es sein. Okay. Hier, würde ich sagen. Hier so? Das sieht doch genauso aus wie auf der Karte. Gucken wir doch einfach mal nach. Willst du jetzt hier wirklich buddeln? Nö, eigentlich ja nicht. Wir arbeiten doch beim Fernsehen, das läuft doch bei uns ganz anders. Genau. Praktikant! Praktikant! Hier müsste es sein. Buddel. Na, da ist doch was. Ja, genau. Du machst das gut. Buddel weiter. Ja. Wunderbar, danke, Tjasch. Kannst dann wieder gehen. Genau. So. Jetzt bin ich aber langsam gespannt hier, ne? Ja. Haben wir das? Reicht dann auch? Hast du gut gebunden? Anstrengend, sage ich dir. Hier, halt mal, ich genau. Willst du raus mal rauszuholen. Kommt. Das ist ja, wie lange die hier wohl schon vergraben ist. So, und dann gucken wir mal nach. Ja, ich bin sehr gespannt. Wow. Gut, damit habe ich nicht gerechnet.
Was ist das denn? Das ist der Grimme-Preis für Campus TV. Mit einer Matruschka-Puppe? Ja. Schick. Kann man machen. Was haben wir hier? Eine Zimmerpflanze. Oh, die sieht antik. Na gut, nach so vielen Jahren. Und gepflegt. Nach 10 Jahren in der Erde. Ja. Weiter. Was ist das? Das ist eine KWTV-Dose. Okay. Okay. Das ist wahrscheinlich zu antik, um es zu verstehen. Was haben wir hier? Eine Anleitung. Oh. Für ein Steinzeitgerät. Ein antikes. Das habe ich noch nie gesehen. Ohne diese Technik wäre unsere Technik heutzutage undenkbar. Ja. Wahnsinn. Aber egal, machen wir weiter. Schmeiß mal weg das Ding. Ich habe gerade was gesehen. Da ist sie. Die Tada! Erste Ausgabe von Campus TV. Ich würde sagen, die schauen wir uns doch gleich mal an, oder? Na dann los. Auf. Salzstein? Jawohl. Und so sah sie aus, die erste Ausgabe von Campus TV im Februar 2006. Von nun an musste man auf dem Campus der damals noch TFH Wildau genannten Hochschule jederzeit mit einer Kamera unseres Teams rechnen. Hallo. Hallo. Können wir Sie kurz fragen, was Sie hier noch an der TFH machen in den Semesterferien? Ich habe mich hier beworben und wollte jetzt einfach nur einen Brief von wegen Nachrückverfahren abgeben, wenn nicht. Wir sind von Campus TV und wir würden Sie gerne mal fragen, was Sie jetzt in der vorlesungsfreien Zeit bzw. in den Semesterferien hier noch an der TFH machen. Hauptsächlich waren es wissenschaftliche Themen aus der Forschung und Lehre. Studien zum Einfluss von Serotonin auf die glukoseinduzierte Insulinsekretion. Hier, der letzte Satz nochmal. Modellierung der Serotonin-induzierte Ausschüttung des Insulins aus Beta-Zellen des Pankreas. Aber auch weitere Themen rund um die Hochschule nahmen wir in den Fokus. In der Stadt auch viele Ausstellungen. Zum Beispiel. Also nicht nur Lernen. Nein, nicht nur Lernen, auch viele kulturelle Geschichten. Und ja, zum Beispiel, wie im März, glaube ich, war es, eine Ausstellung über Leben unter Wasser. Und nicht zu vergessen sind die vielen Studentenpartys. Ob Löffelball, es gibt gratis Löffel. Kochlöffel. Campusfest. Doch so großzügig die Fläche des Festes auch angelegt war, am Samstag wurde es manchmal eng, drängten sich doch viele Besucher an die Bühne und an den Bars. Eine Augenweide waren auch die Gogos, die die Menge mit ihren heißen Moves noch weiter antrieben. Weihnachtsglühen. Oder Oktoberfest. Campus TV war immer dabei. Auch bei sportlichen Aktivitäten der Studenten war unsere Kamera immer ganz nah dran. Weiteres besonderes Thema war die rasant wachsende TH Wildau. In den Semesterferien der TFH Wildau hat Professor Dr. Ungvari den Uniparkplatz freigegeben.
Von jetzt an steht der Auto- und Motorradstellplatz für alle Wildauer frei zur Verfügung. Auch neue Gebäude veränderten über die Jahre das Bild in unserer Kamera. Die Bibliothek beispielsweise war am Anfang noch eine Zukunftsvision. Wir wagen noch einmal einen Blick in die Zukunft des TV-Brunnens der Weisheit und sehen eine Halle, eine große gläserne Halle. Dort wird die Bibliothek im nächsten Jahr Einzug halten. Nun erstrahlt die Halle 10 in neuem Glanz. Und auch weitere Gebäude wie die Halle 17 und das Haus 16 wurden in den folgenden Jahren aus dem Boden gestampft. Und nicht zu vergessen, das Studentenwohnheim. Hier wird nicht nur geschlafen, gelernt und gefeiert, sondern seit 2015 auch international gekocht. Bei Campus TV Studentenfutter. Ja. Dieser Herr hier neben mir ist Gesundheitsbotschafter, ja? Also ja, oder Gesundheitsbeauftragter. Nein, Botschafter klingt wichtiger. Ja. Der Inhalt ist wichtig, aber eine Verpackung darf auch nicht fehlen. So veränderte sich das Design von Campus TV stetig. 2006 startete es hellblau. Ab 2008 ging es eher ins Dunkelblaue. Und seit 2014 ist es wieder hellblau. Neu war auch die wöchentliche Moderation im eigenen Campus TV Studio. Hier wurden der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Sag mal, was gibt's denn Neues bei dir? Ja, Christian, ich stehe hier vor der Halle 17, hier, wo am 24. Mai der Tag der offenen Tür stattfinden wird. Aber nicht nur das Layout von Campus TV veränderte sich. Auch die Mitarbeiter kamen und gingen. An Campus TV haben schon so einige rumgeschraubt. Jetzt habe ich mit dem Robert, den wir gerade gesehen haben, schon relativ viel Zeit verbracht. Du kamst dann ja quasi ein halbes Jahr später zum Hochschulmagazin. Und als nächstes werden wir den Kanzler der TFH Wildau befragen. Einen schönen guten Tag, Evitel. Entschuldigung, dass wir mitten in den Nachrichten reinplatzen, aber Sie sehen mir so aus, als würden Sie noch einen dieser älteren Internetzugänge benutzen und nicht diesen DSL-Router hier. Hallo! Oh, Wahnsinn, ja, oder? Unsere eigenen Fans! Unser Publikum! Publikum! Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum großen KWTV-Jahresrückblick. Ich springe noch ein bisschen hin und her, dann steigen wir einfach nochmal ein. So. André ist so blöd, oder, liebe Zuschauer? Aber für die Sendung war es das schon wieder, denn Ende. Hier sieht man übrigens die Dusche. Im A380. Also, ganz wichtig, ne? Man ist ja lange unterwegs, da muss man auch ein bisschen duschen. Die klügste Nacht des Jahres, Basti, was machen wir hier? Was du hier machst, weiß ich gerade nicht, aber ich passe hier schon mal sehr gut hin. Warum? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hier in Deutschland sag mal Prost. Ja, er geht schicker drin. Hä? Liebe Zuschauer von Hannover, hier von der Hannover Messe im Messezentrum Hannover. Wollen wir noch ein bisschen Werbung für Hannover machen? Und natürlich läuft in 500 Sendungen auch nicht immer alles perfekt. Outtakes gehören in unserem humorvollen Team zum ganz normalen Tagesgeschäft. Und ich glaube, auf der Hinfahrt bemerkt zu haben, auf der Karte stand etwas von Hannover. Es ist sogar die Messe, die Hanfmesse. Das Fraking, also das Fördern vom schwer erreichbarem Gras. Basti, nein, du nickst nur. Du hast doch die Anweisung bekommen, nur zu nicken. Mach mal Schnitt her, da machen wir einfach, jetzt immer vor der. Ja, so ein typisches Konzertbild. Mit Gesicht im Vordergrund, das scharf gestellt wird. Sehr geil. Ein Arm. Boah, zwei Arme, ich werd verrückt. Das sind Bilder, oh, herrlich, herrlich. Oh, drei Arme. Oh, ist echt, ich werde nicht mehr. Und wir hoffen natürlich, dass Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss. Tschüssi. Campus TV wird auch in den nächsten 500 Folgen über Professoren, Studenten,
Forschungsprojekte, technische Innovationen, Partys, Sportereignisse und viele weitere Themen berichten. Wir bleiben dran und ihr seid dabei. Wo willst du denn jetzt hin? Ich gehe jetzt die 500. Ausgabe von Campus TV vergraben.